Hallo ihr Lieblinge und herzlich willkommen zu Runde 27 Mordors Schatten. Endlich kann ich mal wieder ein bisschen hier rumlaufen. Oh ja, ist klar, fängt natürlich super an. Aha, gut. Aber der ist jetzt eher zweitrangig. Ich hätte gesagt, wir schauen uns lieber Hauptstory an. Was ist hier mit? Ist Gruplik einer der Leibwächter von einem unserer letzten Ziele? Zwei Ziele haben wir noch. Gruplik, Kuga, Abhäuter. Nee. Gorod, der Feigling, auch nicht. Ne, der hat nur einen Leibwächter. Ne, zwei Leibwächter. Aber die letzten beiden sind beide dort oben, wo wir noch nicht waren. Das heißt, ich hätte gesagt, wir gehen einfach zu Fuß erstmal dorthin, weil eine andere Wahl haben wir wohl auch nicht. Aber allerdings ist das von hier aus ein bisschen näher. Ja, ich muss gerade kurz warten, bis der Krauk mich dort unten nicht mehr sieht. Immer noch. So, jetzt. Hier. Weil mit dem will ich mich jetzt nicht anlegen, weil warum auch. So, ich hätte gesagt, ich kümmere mich jetzt auch nicht um die Duelle, die dort anscheinend nebenher am Laufen sind, sondern kümmere mich wirklich lieber um die letzten beiden Häuptlinge. Und theoretisch müssten wir auch demnächst dann mal noch die Zwergenquest machen, darum habe ich mich ja auch noch überhaupt nicht gekümmert. Aber, ja, sofort hatten wir alles noch Zeit. Gut. Felgrad. Okay. Der läuft gerade Gefahr, einfach mal nebenher abgesnickt worden. Abgesnickt zu werden. Das war's, mein Freund. Der hat einfach zum falschen Zeitpunkt an der falschen Stelle gestanden. Krass. Naja. Komm vor. So, wo ist mein Türmchen? Gut. Das ist nur ein kleines Stück, aber ich weiß jetzt, welches es ist. Ja, bitte kletter da hoch, mein Freund. Weil ich würde den gerne beherrschen und dafür muss man von oben auf sie niederspringen. Und X. Gut. Wie gut das... die sich nicht gegenseitig angreifen. So. Hier bin ich. Aber hier an dem Turm wird er nicht hochklettern, weil das ist ja schließlich mein Schmiedeturm. Ich glaube, der letzte dieser Karte. Und deswegen muss ich den eben zu Fuß holen gehen. Oh, der kämpft schon. Wenn man mal so auf der Karte schaut und sich Geräusche anhört. Fleißig. Andenken an Eregion. Ich glaube, vom gestern in das Morgen. Ich lebe in diesen Steinen fort. Es ist der letzte Schmiedeturm. Das heißt, von der Karte her haben wir jetzt alles aufgedeckt. Und das legt die Vermutung natürlich nahe, dass man, das legt die Vermutung nahe, dass man eben aufs Ende der Story zugeht. Komm. Mein süßer Mann, keine Zeit für die Lappen. Gut, jetzt. Ich wollte nämlich weitermachen, lieber mit den nächsten Häuptlingen direkt. Oh. Piss dich. Komm her. Boah, der hat den einfach kaputt gebissen. Ich komme nicht klar. Wow. Boah, ich hätte nicht, wirklich nicht gedacht, dass der Gorod so perversen Schaden macht. Komm schon. Komm schon. Wobei, eigentlich interessiert der mich überhaupt nicht. Ich wollte die Bosse machen und haben jetzt nebenher zwei Hauptmänner aus Versehen getötet. Junge. Junge.
So ein Karakor ist schon was Geiles. Nee, schleichen würde ich das, was ich hier mache, nicht unbedingt nennen, euch zugeben. So. Ich park meinen Karakor mal hier und starte die Mission. Okay, geparkt nenne ich das nicht. Angriff von oben. Falle über die Unterstützer her, um sie hervorzulocken. Gut. Das ist machbar. Der Häuptling lebt in Angst. Lass den Tod von oben herabregnen, um ihn herauszujagen. Okay. Ah, mit einem Angriff von oben, das ist etwas, was ich verhältnismäßig gerne mache. Weil das ist, relativ sicheres Boot an sich. Einen habe ich. Weil der Vorteil ist, dass ich auch jetzt nicht im Schleichen bleiben muss, sondern ich kann das jetzt einfach so machen. Okay, das Problem ist jetzt wiederum, wenn die wissen, wo ich bin, so wie die jetzt, dann können die dem Angriff von oben dahingehend ausweichen, dass ich sie nicht umbringe, sondern nur umwerfe. So. Das heißt, man muss immer einen kleinen Umweg gehen. So wie hier zum Beispiel. Und dann bekommt man die trotzdem. So, die nächsten Unterstützer sind ein klein bisschen weiter weg. Das hilft mir wiederum auch. Das spielt mir eigentlich in die Karten, weil ich hier dadurch den Weg machen kann, der mich ein bisschen Fahndungslevel quasi kosten könnte. Und das war's. So, und jetzt erscheint er. Puck. Oh, ein Schildkerl. Ich hasse Schildkerle. Vor allem ist der Vorteil an den... Ach, hier ist noch einer. Malte ich mir deinen Tod aus. Das Problem an den Schildkerlen, die zusätzlich dann der Häuptling sind, ist, dass man nicht über sie drüber springen kann. Und das macht den Kampf, finde ich, mit denen sehr unangenehm. Ja, ich beherrsche dich. Warum nicht? Du bietest dich mir so an. Reicht mir, wenn er mir Informationen gibt. Es sind nämlich jetzt noch ein paar offen. Gut, ich danke dir. Du warst mir jetzt schon dienlich genug. Ach, falsch. Könnte ich mal bitte den greifen? Ja, beherrschen halt. Das Problem beim Beherrschen ist, dass dann immer... Komm, dann Brandmark mal nehmen. Reicht. Oh. Ach nee, ich dachte, das wäre vielleicht wieder ein Hauptmann. Komm ich nicht rüber? Okay. Das war knapp. Ah, da sind sie doch. Ja, die Karagor sind meine Freunde, mein Freund. So. Ja, das finde ich ein bisschen blöd, dass die dann immer zwei, dreimal reden müssen. So, ich mache jetzt erstmal Meter. Weil so wie ich momentan stehe, will ich nicht kämpfen. Das macht gar keinen Spaß. Ja, tut er. Das ist nämlich auch genau die Idee gewesen. Hier ist richtig viel los. AKA viel zu viel. Ne, hier ist gerade viel zu viel. Ich muss Meter machen. Ich brauche eine klein bisschen verbesserte Position. Zum Beispiel... Ne, das ist noch nicht hoch genug. Schützenposition zum Beispiel wird mir ganz gut gefallen. Gut, weil hier habe ich jetzt erstmal die Möglichkeit. Ich gehe...
Ja, ich habe keine Informationen. Das ist aber ach, eigentlich gar kein Ziel, oder? Probieren konnte man das, aber leider ist er immun gegen Schleichen. Ich hatte keine Informationen, aber ein Versuch war es auf jeden Fall wert. Du entkommst mir nicht! Früher oder später wirst du um deinen Tod betteln! Ja, glaube ich auch. Komm. Das ist irgendwie richtig schleppsch, dass der Karl... Wieso Schmerzen? Haben wir hier irgendwas, was wir ausnutzen können? Nö. Das steht alles... zu weit weg. Außer dem Feuer dort vielleicht. Ich glaube, ich locke sie mal hier auf die andere Seite. Warum schenkt hier auch schon so ein Bäumchen? Ach, haben die euch jetzt alle vorgestellt? Ein Mensch und dennoch mehr. Wie machst du das? Laber nicht. Welche Tricks verbergen sich unter deiner Haut? Ah, super. Danke. Oh, Jungs. So. Wow, ich bin brutal lowlife. Aber hier links steht irgendwo ein Pflänzchen. Wow, gut, dass er sich dort dran nochmal festgehalten hat. Ah, das Pflänzchen steht auf der anderen Seite. Wo ist es denn? Laut Karte ist hier eins. Ah, dort unten. Gut, das habe ich. Ein Atlas. So. Ja, hoch. Was sonst? Hier gibt's irgendwo noch ein Artefakt. Bring ich ihn halt um, ah, hier liegt mich. Das liegt hier direkt, weil dann lade ich. Sammle ich das auch, weil wenn ich schon hier bin, muss ich nicht irgendwann den Umweg machen, falls es doch noch interessant sein sollte. Ich muss gerade noch den Punkt finden. So. Nein, ich bin doch blöd. Ach, egal. Zu spät. Das ist der Geist Mordors. Das Messer im Rücken. Sie erledigen die Arbeit für uns. Was sie verbindet, ist ihr Hass auf die Menschen und ihre Unterwürfigkeit gegenüber ihren Herren. So, jetzt ist die Frage, gibt es irgendeinen, der gegen Schleich Todesstöße überhaupt? Nee. Aber den kann man durch Fernkampfangriffe, schade. Ich dachte, ich kann vielleicht meine Gebrandmarken rufen. Radflug. Ich habe keine Informationen über die. Kann ich hier durchschießen? Ausruhen. Ja, der ist hängen geblieben. Jetzt ist meine Position natürlich richtig grottig. Wobei. Warum nicht? Dafür hat mir das hier schließlich solche Fähigkeiten. Ja, ich weiß. Der hat ein Schild und ich würde gern verhältnismäßig noch ein Stück weiter laufen. So, gibt's hier nicht wieder irgendwo ein Fässchen? Ja, hier oben hängt auf jeden Fall. Wobei, Karagor, hallo. Hehehe. Damit habe ich mir quasi ein klein bisschen Unterstützung auf meiner Seite geholt. Haha. Wie gut, dass die alle Karagor hassen. Aber ich komme im Moment noch nicht an den Punkt, dass ich nach Schaden machen kann. Aber hier, der ist quasi gerade alleine. Weglaufen sollen, als ich mit dem Biest beschäftigt war. Jetzt töte ich euch beide. Ja, ist schon ein bisschen hässlich, der Arme. Ja, komm, Niederschlag. Das ist es doch wert. Ah,
Ja, ich hasse es. Ich hasse Bosskerle mit Schild. Die sind absolut ätzend. Wow. Wow. Da ist jetzt richtig viel gegen mich unterwegs. Aber an sich kein Problem. Ich nehme mal gerade ein bisschen Unterstützung. Wow, ich bin Lolev. Also so richtig Lolev. Gibt es hier irgendwo ein Pflänzchen für mich? Der dumme Penner, ey. So, oh, ich bin full life. Ich glaube, da hat sich etwas bewegt. Stehen bleiben! So, jetzt kämpfe ich natürlich auf einer ganz anderen Ebene. Komm schon. Ist schon brutal viel los hier. Gibt es hier irgendwo ein Fässchen? Ich krieg das nicht aktiviert von hier, gell? Ne. Oh, das war knapp. Das war knapp. Da ist zwar jetzt einer, den ich schon rausholen könnte. Aber das gleichzeitige... Es ist noch nicht drin, hier ist zu viel los. Oh. Das war natürlich richtig geil. Da hat das Fässchen ja so brutal gut gestanden. So. Also. Ich habe das Gefühl, keinen Schaden zu machen und ich bin Lowlife. Oh, oh, jetzt ist das Problem. Ich habe ein Problem. Oh, komme ich hier unten durch? Zum Glück. Ich muss den nächsten Umweg machen. Das gibt's doch nicht. Boah. Das Spiel ist teilweise schon... Es macht es einem nicht hundertprozentig einfach. Aber das mag ich daran. Nein, nicht runterspringen! Ah. Naja, komm. Ich kann was skillen. Vielleicht brettet mir das die Nummer. Geistesstoß. Okay, das ist cool. Na, ich will keine Dings aufziehen. Naja, langweilig. Das Coolste ist wirklich das mit dem Geistesstoß, der jetzt kegelförmig funktioniert. Aber trotzdem brauche ich vorher ein bisschen Leben. Und zwar... Hier unten gibt es ein Pilzchen. Zumindest sehe ich das immer mit dem Pilzsymbol. So. Gut. Jetzt können wir weiterkämpfen. Das war blöd. Ich kann das nicht auf einen offenen Kampf anlegen gegen so viele. Das geht einfach nicht. Das geht nicht. Das geht einfach wirklich nicht. Ich lock den nächsten Karagor an. Ha! Der hat nicht geschossen. Hab ich da gerade etwas gehört? Könnte ein Karagor werden, ja, da unten ist er.
Komm schon. Lass ihn brandmarken. Komm, dann töten ihn selbst. Und sei dann nur noch zu zweit. Der Karagor beschäftigt mit ihm nämlich jetzt gerade dort oben. Oh, okay, das war seltsam. Komm her. Ich hasse Fernkämpfer. So, dich brandmark ich jetzt aber. So. Ich komme so nicht an den Rand, der dort oben steht. Oh, Junge, ey. Es ist so schwierig und ich kann so wenig leben. Oh, haben die zweimal direkt hintereinander geschossen. So, dich kostet das dein Leben zum Glück. Das ist zwar physikalisch nicht so ganz naheliegend, aber darum wollte ich jetzt mal gar nicht streiten. So, eventuell kriege ich jetzt aber die Möglichkeit, endlich mal einen von den Einzelnen zu nehmen. So. Nein, da kommt direkt der Boss wieder. Oh, ist das doch so heftig. Sind zu viele. Es sind einfach zu viele. Ja, jetzt kommen sie mal wieder alle. Super. Dachte ich kette hier mal in alleine. Oh, voll nett, dass die Karagore immer hier direkt aus dem Hof bewahren. Ne? Kennt Fässchen oder so? Ist jetzt nur ein Karagor, der ein bisschen Unmut macht. Ihr habt doch hier bestimmt irgendwo noch ein Krogfässchen rumstehen, oder? Ja, wenn nicht, war das hier schon wieder eine Sackgasse. Aber das ist halt der Vorteil, wenn man so hoch geskillt ist, also schon ein bisschen länger unterwegs ist, hat man einfach so viele Fähigkeiten unterwegs, als dass es doch schon relativ interessant ist. So. Mensch. Warum kletter ich doch da hoch? So. Ich bräuchte ein Pflänzchen. Ne? Ja, ich glaube, das war's. Ich hasse diese Fernkämpfer. Oh, oh, B. Ich habe B gedrückt. Ich komme nicht klar. Diese Tat verdient Anerkennung. Dafür werden sie mich befördern. Tja, so ist das leider. Da geht man leider schneller mal unter, wie man gucken kann. Ich bedanke mich, ihr lieben Linge, und versuche das jetzt im nächsten EP ein bisschen gerade zu biegen. Tut mir leid, aber so ist es nun mal. Wir sehen uns das nächste Mal und ciao.